Hi, ich bin Amrit von sautraveler.de und baue diesen Peugeot Boxer zu einem schmucken Van um. Leider hat dieser Van oder dieser Kastenwagen von Haus aus keine Rückfahrkamera verbaut gehabt und das geht natürlich gar nicht und somit war ich sehr dankbar, dass die Firma Dönerwien mir ein Paket zugeschickt hat. Tada! Und zwar diese Rückfahrkamera, die ist nämlich passend für den Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer. Das ist die CW29, die gibt es in drei verschiedenen Ausführungen. Und ich habe die Komfort, genau, sie hat zwei Kameramodi und zwei Winkel. Sie hat einmal den Rückfahrmodus und dann nochmal diesen Rückspiegelmodus. Das sind zweimal verschiedene Winkel und die bauen wir heute ein. Und somit gehen wir erstmal ran, was ist in diesem schmucken Ding alles drin. Dieses Video wird freundlicherweise von der Firma Dönerwien unterstützt. Die ganzen Einbauanleitungen und weitere Infos zur Kamera findest du unten in der Beschreibung. Ja, was ist in dem schönen Schächtel jetzt drin? Einmal die Rückfahrkamera selber, welche in die Bremsleuchte integriert ist. Dann gibt es einen speziellen Adapter, um auf die Verlängerung zu gehen. Nach der Verlängerung kommt dann ein kleiner Controller und nach dem Controller geht es entweder in das Dynavision Audio System oder in dein bereits verbautes. Der erste Schritt in die Installation, wir machen die alte Bremsleuchte weg, dazu brauchen wir einen Kreuzschraubenzieher und ebenso der Untergrund wird wahrscheinlich ziemlich verdreckt sein, den machen wir sauber mit einer Bremsreiniger oder einem anderen Reinigungsmittel. So, da haben wir das ausgebaute Rücklicht von meinem Peugeot Boxer, welches ja baugleich ist mit dem Fiat Ducato und Citroën Jumper. Man sieht das ganz genau, das ist die Rückfahrkamera hier und die ist komplett in diese Bremsleuchte integriert. Das heißt, wir müssen nur dieses Teil hier von der originalen austauschen und dann das Signal für die Rückfahrkamera legen. So, da das alles aus Plastik ist, muss man mit einer gewissen Sorgfalt rangehen. Das sind hier drei so Laschen auf der Seite, die muss man ein bisschen aushebeln. Und dann im ersten Schritt über diesen Nupsi gehen und dann das gleiche auf der anderen Seite. Ein bisschen einen flachen Schraubenzieher oder ein Messer eignet sich nicht so, aber schon ein bisschen flacher und dann, wenn man alle drüber hat, dann geht es irgendwann raus. Ah, okay. Da waren Bewohner mit drin, das heißt, hier müssen wir erstmal ein bisschen sauber machen. Und der nächste Schritt, relativ klar, die zwei jetzt zusammenbauen. Einmal das neue Glas mit der Rückfahrkamera und die Rückleuchte. Nachdem wir nun die Kamera und die Bremsleuchte zusammengebaut haben, können wir die wieder am Fahrzeug verbauen, das Kabel noch innen legen und die zwei Kreuzschlitzschrauben wieder anbringen. Das passt wirklich super und hat ohne Probleme geklappt. Hier schon mal einen Daumen hoch. Okay, da in meinem Boxer noch nie eine Rückfahrkamera werksmäßig verbaut war, muss ich jetzt das Signalkabel selber händisch ziehen. Ich habe hier das 15 Meter Kabel und den entsprechenden Adapter für diese Kamera. Noch ein kleiner Tipp, das Standardkabel hat nur die normale Ummantlung, keine Schutzummantlung, da ist nichts dabei, aber es gibt ja diese flexiblen Schutzrohre, die in der Mitte einen Schlitz haben und somit kann man das Kabel nachträglich dann nochmal, das ist auch hier, ich zeige es gleich, werkseitig so in den Kfz und in den Kastenwagen auch verbaut, dass das Kabel einfach nochmal eine Schutzummantlung hat gegen irgendwelche Aufscheuerungen oder dann Kurzschlüsse und so weiter, weil es doch immer wieder auf Metall trifft, brauchen wir auf jeden Fall hier nochmal eine Schutzummantlung. Ja, das Signalkabel von der Kamera, das hängt jetzt hier raus, hier brauchen wir dann diesen Adapter und ich habe mich entschieden, weil hier liegen schon zwei Leitungen drin. Und an die klemme ich mich einfach ran und gehe in diesem vorderen Holmen mit vor, um dann hier an der Säule rauszukommen. Da gehen die hier, die gehen in der Säule dann runter und so kommen wir dann auch in den Fahrgastraum, wo wir das Signal dann brauchen. Hier haben wir jetzt das Kabel von der Rückfahrkamera, das nehme ich einfach in dem Schacht hier mit hoch mit diesem Kabelstrang. Und komme hier dann auf diesen Strang und da ist das Signal für den Rückwärtsgang. Und beide habe ich jetzt hinterm Lenkrad mit diesem Zugdraht nach oben
ins Armaturenbrett reingezogen, hinterm Tacho und dann weiter in den Radioschacht. So, jetzt im Praxistest schauen wir uns die Rückfahrkamera mal im Detail an, was sie alles kann und vor allem, wie die Auflösung auf dem Display ist. So, hier haben wir die Oberfläche vom Dynavin 9. Das ganze Dynavin stelle ich dir im nächsten Video vor. Wenn du auf die Rückfahrkamera gehen willst, kannst du entweder über diese Option, da haben wir jetzt eine Rückfahransicht. Und jetzt machen wir mal einen Test mit dem Rückwärtsgang. Also wir fahren jetzt mal rückwärts, wie die Darstellung dann ist. So, ich fahre mal ein Stück vor. Die Ansicht bleibt jetzt eingestellt. Das ist einfach eine Rückfahransicht. Und sobald man den Rückwärtsgang reinmacht, dieser Piepton, der ist jetzt noch vom Peugeot Boxer werkseitig, ist so ein Rückfahrsignal. Das wird eins von den nächsten Dingen sein, das abgestellt wird. Jetzt sehen wir ganz einfach diese Gitternetzlinien und eine Fahrspur und somit haben wir eine punktgenaue Navigation. Dieses Gitter, wenn man draufklickt, kann man letzten Endes auch für sich selber dann noch mal ein bisschen einstellen und definieren. Entweder in der Breite, wie man es haben möchte. Im Moment sieht man aber ganz genau, das wäre die Fahrspur. Und hier dann diese Abstufung mit dem Abstand. Und irgendwann kommt dann hier noch, sehen wir diese rote Linie, ist jetzt in der Nähe von der Hecke. Und somit kommt dann nochmal ein Warnton extra dazu. Also was man definitiv sagen kann, die Auflösung ist wirklich super. Jetzt sieht man natürlich auch, dass draußen durch den Regen ist auf der Kamera jetzt natürlich auch ein leichter Schatten drauf. Aber ansonsten wirklich, sie macht, was sie soll. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Und vor allem, es gibt dann halt noch diese Pro-Variante, die hat drei verschiedene Kamerawinkel und Einstellungen. Da gibt es hier oben dann nochmal eine Leiste, wo man zwischen diesen Kamerawinkeln dann hin und her schalten kann. Ja, kommen wir nur zum Fazit. Ich bin mehr als begeistert. Zwei Daumen nach oben. Installation war super einfach. Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich fair. In Kombination mit dem Dynavin 9 funktioniert die Installation wirklich sehr, sehr einfach. Und auf diesem schönen 10 Zoll Bildschirm wirkt es natürlich sehr komfortabel. Und rückwärtsfahren ist kein Problem mehr. Somit bin ich sehr zufrieden mit dieser Kamera. Wenn du mit diesem Video auch zufrieden warst, würde ich mich über ein Abo und über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und lass gerne mal einen Kommentar da, was du für eine Kamera verbaut hast oder ob du noch auf der Suche nach einer Lösung bist. In diesem Sinne, mach's gut und wie immer bis die Tage. Ciao.